Was denkst du? Glaubst du, dass Geld das Beste in dir zum Vorschein bringt? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Hast du dir einmal diese Frage gestellt? Welche Macht schreibst du dem Geld zu? Ich habe immer wieder gesehen, wenn jemand arm ist, ja, dann sagt er in Bezug auf Geld, dass es etwas ist, das man haben muss. Und die Mittelschicht denkt, Geld verändert den Charakter. Und Reiche sagen, Geld zeigt den Charakter. Haben muss, verändert den Charakter, zeigt den Charakter. Jetzt klingt das ja nicht so dramatisch unterschiedlich. Aber im Ergebnis ist es tatsächlich dramatisch. Denn wenn viele Menschen in der Mittelschicht denken, Geld verändert den Charakter, dann meinen sie damit jetzt echt keine positive Entwicklung. Und religiöse Menschen denken sehr oft, wer reich ist, kommt nicht in den Himmel. Ich habe sogar mal ein Video darüber gemacht, dass jeder, der so ein heiliges Buch liest, im Grunde genommen das liest, was er selber lesen möchte. Ich habe gesagt, dass wir nicht das Buch des Autors lesen, sondern wir lesen sehr stark unser eigenes Buch. Das ist gefährlich, sowas über religiöse Bücher zu sagen. Aber schau es dir mal an und rede mit Reichen, mit Mittelschicht und mit armen Menschen und schau mal, wie die über das gleiche heilige Buch sprechen. Soll heißen, je nachdem, was wir glauben, finden wir bestimmte Bestätigung in den Büchern, auch in heiligen Büchern. Und viele Christen denken, Geld ist schlecht, Geld verändert den Charakter. Und so haben mich im Chat nach diesem Video, was ich gerade angesprochen habe, dann Menschen gefragt, aber was ist denn mit der Stelle in der Bibel, in der steht, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt? Ich will heute darauf antworten. Die meisten Menschen denken, dass wenn man von einem Nadelöhr spricht, dass das dann so eine Nähnadel ist und dass das Nadelöhr das ist, wo der Faden dann da oben durchkommt in der Nähnadel. Und dann sehen die ein riesengroßes Kamel und stellen sich vor, wie dieses Riesenviech jetzt durch diese kleine Schlaufe in der Nähnadel schlüpfen soll. Und dann sagen sie, geht nicht, das Ergebnis ist klar, der Reiche kommt nicht in den Himmel. Weil ein Kamel ja nicht durchs Nadelöhr schlüpfen kann, nur ist leider völliger Murks. Es ist eine komplett schlechte, falsche Übersetzung. Was Jesus, der dieses Beispiel nutzt, meinte, war nämlich was ganz anderes. Mit Nadelöhr war keinesfalls irgendwas an der Nähnadel gemeint, sondern das ist ein kleines Tor in einer orientalischen Stadt. Und das war damals ein ganz gebräuchlicher Begriff. Wenn die großen Tore abends geschlossen waren, aus Sicherheitsgründen machte man die natürlich zu, dann blieb für zu spät kommende Händler noch ein kleines Tor offen und das nannte man das Nadelöhr. Also wenn der Händler noch spät abends in die Stadt wollte, kam er noch hinein durch dieses Nadelöhr. Allerdings war das Nadelöhr schon ziemlich klein, sodass ein vollbeladenes Kamel da gar nicht hindurchkam. Also was musste das Kamel tun, um trotzdem durch dieses recht kleine Tor hineinzukommen? Es musste auf die Knie gehen. Und das musst du wissen, Kamele können das. Sie können auch auf den Knien dann so vorwärts rutschen. Aber sie machen das extrem ungern. Und ich finde das Bild, das Jesus hier gebraucht, im Grunde genommen echt super. Er sagt, du kannst ruhig reich sein. Also im übertragenen Sinne voll beladen. Du kannst ruhig reich sein. Du kannst ein vollbeladenes Kamel sein, voller Waren, voller Güter, voller Reichtümer, voller Segnungen des Lebens. Aber du musst demütig bleiben können. Du musst symbolisch trotzdem auf die Knie gehen können. Und ich kann dir nur sagen, dem stimme ich voll zu. Denn hast du schon mal einen reichen Menschen gesehen, der sich auf sein Geld unfassbar viel einbildet? Ich gebrauche nicht gerne Schimpfworte. Aber wenn ich einen Reichen sehe, der unfassbar protzt oder der auf Arme herabschaut oder gar Arme schlecht behandelt, dann fällt mir nur noch ein einziges Wort ein. Erbärmliches Arschloch. So, das musste jetzt mal raus. Denn ich denke, wenn du reicher geworden bist, hast du eine Menge gelernt.
Und dieses Wissen hat dich reich gemacht. Du hast auch eine große Verantwortung bekommen. Mit deinem Reichtum entsteht immer Verantwortung. Auch Verantwortung für die Menschen, die diesen Weg noch nicht haben gehen können. Und ich finde es einfach unerträglich, wenn jemand ein Stück weiter nach oben gekommen ist auf der finanziellen Leiter und dann hinter sich schnell die Leiter hochzieht, damit keiner nachkommt. Ich finde, wir sollten Leitern verteilen. Wir sollten Menschen den Weg zeigen. Ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin kein Freund von Umverteilung in dem Sinne, dass die Regierung allen was wegnimmt und es dann umverteilt. Ich bin aber sehr wohl der Meinung, dass Geld umverteilt werden muss. Da ist zu viel bei manchen, während ganz viele zu wenig haben. Aber es muss von unten, von uns selber passieren. Wir müssen selber diesen Weg gehen. Wir müssen selber sagen, ja, ich kann das, ich beschäftige mich mit Geld. Geld ist nicht etwas, das den Charakter verdirbt, ist nicht etwas, was verhindert, dass ich in den Himmel komme, sondern Geld schafft mir den Himmel auf Erden. Nicht, weil dann alles gut ist. Du kannst mit Geld natürlich nicht behaupten, dir alles kaufen zu können, aber du bist frei. Du bist würdig. Du hast einen bestimmten Luxus. Du kannst Menschen eine Freude machen. Du kannst ihnen helfen. Du hast ein wirklich gutes Leben. Und wenn dann jemand sagt, ja, klingt alles logisch, aber ist nicht mein Weg, ja, das ist für mich okay. Ich möchte Menschen ermutigen, dass sie auch diesen Weg gehen. Und deswegen stelle ich ihnen, soweit ich kann, mein Wissen zur Verfügung. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Ausgangsgedanken. Was macht Geld mit dir? Arme sagen, gar nichts. Ich brauche einfach genug davon. Die Mittelschicht sagt, Geld verändert den Charakter. Und damit meinen sie nicht besonders gut. Also der Charakter wird dann nicht positiver durchs Geld, sondern erst eher negativer. Besonders Christen denken ganz oft so. Das wundert mich im Übrigen, weil die meisten Menschen in der Bibel, die als Vorbild dargestellt werden, sehr reiche Menschen waren. Also wenn du das mal zusammenzählst, dann wirst du dahin kommen, dass 95% aller Vorbilder in der Bibel sehr reiche Menschen waren. Achtung, sehr, sehr reiche Menschen. Wie kann dann ein Christ auf die Idee kommen zu sagen, Reichtum verdirbt den Charakter? Das ist doch eine billige Ausrede. Weil dann muss ich mich ja einfach nicht anstrengen. Ich bin zwar nicht reich, aber ich bin wenigstens gut. So etwas aus der Bibel herauszulesen, ist echt schwer. Da muss man sich schon Mühe machen. Man kann das, aber es gibt viel mehr Stellen, die gut über Geld reden. Also, ich sage dir ganz klar, Geld verdirbt den Charakter nicht. Geld ist neutral. Es hat eine Eigenschaft, es zeigt deinen Charakter. Denn Geld ist dann wie eine Lupe. Es macht das, was du charakterlich in dir hast, was ich charakterlich in mir habe, das macht es größer. Es zeigt es größer. Du hast nämlich mehr Möglichkeiten. Du hast mehr Möglichkeiten, Scheiße zu machen und du hast mehr Möglichkeiten, etwas unfassbar Gutes zu machen. Ich glaube, dass Reiche eine starke Verantwortung haben. Denn sie werden von anderen sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Und da spielt dann auch Neid eine Rolle. Da spielt es auch eine Rolle, dass Menschen ohne Geld jede Menge Schlechtes in die Reichen hineinprojizieren. Robert G. Allen hat mal gesagt, träume und die anderen denken, du bist verrückt. Habe Erfolg und die anderen denken, du hattest Glück. Werde wohlhabend und die anderen denken, du bist gierig. Sie verstehen es einfach nicht, sagt Robert G. Allen. Und da hat er sicher recht. Aber vielleicht müssen wir uns auch etwas mehr anstrengen. Also die Reichen. Vielleicht müssen wir anderen Menschen mehr helfen zu verstehen. Es ist einfach wunderbar, frei zu sein. Und dafür brauchst du Geld. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht sagen, Geld verändert den Charakter. Denn dann haben wir wirklich eine wunderbare Ausrede für uns gefunden. Die Ausrede, dass wir uns nicht anstrengen müssen. Ich habe immer wieder gesehen, wenn du ein mieser Typ bist, bevor du reich geworden bist, dann hast du mehr Möglichkeiten, ein mieser Typ zu sein, wenn du zu Geld gekommen bist. Wenn du aber ehrlich bist, wenn du hart arbeitest, wenn du demütig bist, dann wirst du ein wunderbares Vorbild, wenn du Geld hast. Reichtum ist wie ein Vergrößerungsglas, wie ein Katalysator. Es zeigt deinen wahren Charakter, dein wahres Selbst. Und es schafft dir noch mehr Möglichkeiten, dieses Selbst zu leben. Noch einmal, die meisten Menschen beschuldigen das Geld. Sie sagen, das Geld ist dafür und dafür und dafür verantwortlich. Und das sind alles schlechte Sachen. Und dann schaffen sie sich eine
psychologische Entschuldigung dafür, eine Entschuldigung, nicht wohlhabend werden zu müssen. Und das macht mich traurig. Denn es geht im Endeffekt niemals um das Geld. Es geht um Freiheit. Es geht darum, dass wir das tun, was wir lieben, dass wir Nutzen bringen. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch vermögend. Und wenn viele Menschen denken, dass Geld den Charakter verdirbt, dann werden in der Zwischenzeit nur noch die reicher, die einfach wissen, Geld zeigt nur den Charakter, mehr nicht. Was denkst du? Glaubst du, dass Geld das Beste in dir zum Vorschein bringt oder das Schlechteste? Schreib doch einmal 10 Dinge auf, die du an dir selber magst. Und frage dich, werden diese 10 Dinge noch heller leuchten, wenn ich Geld habe? Ich habe diese Übung immer wieder gemacht und ich kann dir nur sagen, sie ist sehr, sehr wichtig. Also mach die Übung, werden die Dinge, die an dir gut sind, noch heller leuchten, wenn du Geld hast? Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.